Wir sind heute hier, weil wir die Miete senken können nach dem Mietendeckel. Wenn euch euer Vermieter irgendwas anderes schreibt, wenn er sagt, ah, gilt gar nicht und er hält es vielleicht für verfassungswidrig und dergleichen, das ist einfach nur gelogen. Das stimmt nicht. Also glaubt nicht eurem Vermieter, lasst euch gar nicht auf Diskussionen ein, geht einfach zur Senatsverwaltung, die setzen für euch den Mietendeckel hoffentlich durch. Was ist die wohlbenannte Schattenmiete? Das ist der, also es wird ja ab Montag kann man die Miete senken und der Differenzbetrag zu der alten Miete wollen sich die Eigentümer einklagen, wenn das beim Verfassungsgericht nicht stand hat, heißt das, dass MieterInnen all diesen Differenzbeträge nachzahlen müssen. Deshalb sollte jeder sich den Differenzbetrag zur Seite tun. Und wenn das Verfassungsgericht uns zugunsten entscheidet, machen wir einfach eine fette Party mit dem ganzen Geld, was wir uns als Schattenmieten zur Seite getan haben. Oder die Leute können dann mal sich was Ordentliches leisten und was kaufen. Es ist ja heute, was uns dann auch erst spät einfiel, der Volkstrauertag. Und bevor jetzt der Spaß hier losgeht, wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass schon viele hunderte Menschen auch daran gestorben sind, dass sie aus ihrer Wohnung verdrängt oder zwangsgeräumt wurden. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Jahren in der Aurora Allee war, in Reinickendorf. Und da wurde eine alte Frau im Rollstuhl zwangsgeräumt. Und da waren sich die Vermieter einig, dass sie ihren Tod wollen. Da waren sich die Richter einig, dass sie zwangsgeräumt werden muss. Und da war sich die Polizei einig, dass sie all diesen Befehlen folgen muss. Und niemand wollte den Attesten der Ärzte glauben, die gesagt haben, sie wird sterben, wenn er sie zwangsräumt. Und nach der Zwangsräumung kam ein freundlicher Polizist auf mich zu und der sagte, wir haben die Maßnahme jetzt durchgeführt. Und aus der Zeitung habe ich erfahren, dass sie am nächsten Tag gestorben ist. Also so viel zum Thema Volkstrauertag. Es ist ein sehr ernstes Problem, es ist kein Spaß und wir müssen weiterhin gegen Zwangsräumungen und dergleichen vorgehen. Was sagst du zum Mietendeckel? Super, aber es ist ja nur der erste Schritt. Weil? Ja, als nächstes muss die Enteignung der großen Wohnungskonzerne und der DAX-Industrie und der großen, der superreichen Familien beginnen. Und die Grenze mit 3000, auch mit der Enteignung erst ab 3000 Wohnungen, kann ja auch erst der erste Schritt sein. Hier lief eben ein Plakat rum, mehr als 3 Wohnungen braucht man nicht. Das könnte dann der nächste Schritt sein. Wir brauchen endlich mal wieder gemeinnützigen Wohnraum und nicht profitorientierten. Was sagen Sie zum Mietendeckel? Ja, er muss verteidigt werden. Er ist ein Erfolg der Mieterbewegung, der vielen Menschen, die sich selber auf die Hinterbeine stellen und nicht darauf warten, dass andere was für sie tun. Und er löst sicherlich nicht alle Probleme und hilft nicht allen, aber er ist ein Erfolg und deswegen muss er verteidigt werden. Wenn wir den nicht mehr verteidigen, ist er wahrscheinlich ganz schnell wieder weg. Was wäre deine Meinung zu Eigentum erwerben und zum Kaufen gegenüber der Bevölkerung, die in Berlin lebt? Naja, also ich bin da eher so auf der Position von Eigentum, gerade von so Dingen, die die Lebensgrundlage betreffen, das ist einfach eine kackunsolidarische Idee. Also sieht das jetzt, es geht nicht nur um Wohnungen, es geht um Daseinsvorsorge, um Wasserwerke, Elektrizität, Gesundheit. Das gehört alles in Gesellschaftshand. Ne? Da gibt es kein Privateigentum. Das macht es nur schlechter. Das wird immer dazu führen, dass einzelne Leute sozusagen ausgeschlossen werden von eben diesen Dingen. Und ja, also ich finde, die Geschichte hat uns mehr als deutlich gelehrt, dass das einfach richtig scheiß Idee ist. Also sind denn die Leute überhaupt sicher, die sich eine Eigentumswohnung kaufen? Ja, also ich glaube es nicht. Die sind sozusagen für sich persönlich, können sie einen kleinen Vorteil ergaunern quasi dadurch, aber sie haben halt die entsprechenden Voraussetzungen. Und viele Leute, die entsprechenden Voraussetzungen eben nicht haben, die werden vom Eigentum systematisch ausgeschlossen. Für die ist das sozusagen das Recht auf Eigentum ein Witz. Würde denn das Problem lösen, wenn jetzt mächtig doll gebaut werden würde? Also, ich meine, bauen ist natürlich eine gute Sache, wenn es Platz braucht. Aber die Frage ist ja, was wird denn gerade in Berlin gebaut? Und es werden Eigentumswohnungen gebaut. Eben, Eigentumswohnungen, die sich nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Bevölkerung leisten kann. Es werden ja keine Sozialwohnungen gebaut. Und es werden, ich meine, ich wünsche uns allen schönen Wohnraum, guten Wohnraum, einen ordentlichen Lebensstandard. Und dass man da modernisieren muss und bauen, jo. Aber das passiert hier gerade nicht. Und ich glaube auch nicht, dass diese, sozusagen die Akteure des Wohnungsmarktes von heute dazu überhaupt
bereitzeit, sowas wie guten, sozial vertretbaren Wohnungsraum bereitzustellen durch Bauen. Wie wirkt denn auf den Wohnraum? Also sagen wir es mal so, die Leute reden dann immer von der unsichtbaren Hand des Markts und sowas, aber können wir ja sehen, dass das totaler Quatsch ist. Also in Berlin wird sozusagen dieser Markt regelt nichts. Das Einzige, was gebaut wird, sind Luxuswohnungen, weil damit lässt sich mehr Profit machen und wird nur das gebaut. Sozialwohnungen sind kein Profit, also werden sie auf dem Markt nicht gebaut. Und deswegen glaube ich auch nicht dran, dass der Markt irgendwann mal irgendwas regeln wird. Also wenn mehr gebaut wird, dann werden mehr Zwei-, Dritt-, Viert-Wohnungen gekauft, mehr Airbnb-Wohnungen oder sowas oder ja, irgendwelche Anlagen oder sowas und das Mietproblem dadurch gar nicht gelöst wird. Habe ich das richtig beobachtet? Also das ist auch meine Beobachtung. Also ich meine, in Berlin wird wie Wani gebaut, da werden Häuser hochgezogen, noch und nöcher, aber das Mietproblem wird offensichtlich nicht gelöst. Was macht das mit der Lebensqualität, wenn so viel gebaut wird? Tja, na, natürlich ist es natürlich eine Belastung für alle, die das sozusagen im Umkreis der Baustelle leben. Ebenso, aber viel schlimmer ist natürlich für die Leute, wenn eben saniert wird, die dann eben aus der Wohnung raus müssen. Also ich meine, in wie vielen Kiezen ist das jetzt schon durch, die Gentrifizierung und hat eben dazu geführt, dass bestehende Kieze, deren Bewohnerschaft sozusagen verdrängt wird und es ziehen neue Leute ein, nämlich die, die sich leisten können. Kampf um Wohnungen, Kampf um Mieten, Kampf gegen Verdrängung, Kampf gegen Gentrifizierung. 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, wer weiß das schon noch genau. Aber heute haben wir es geschafft. Endlich haben wir mal einen Schritt vorwärts gemacht. Mit viel Druck von der Straße, mit vielen Leuten, vielen Demos. Klar, der Mietendeckel ist nicht irgendwie für alle da. Und der Mietendeckel ist auch nicht perfekt. Leider hat er halt eben die üblichen Schlupflochprobleme, wie das immer so ist bei den Gesetzen, die hier halt eben vom Senat abgegeben werden. Wir wissen ja, alle können jetzt die Mieten senken, die da die Möglichkeit dazu haben. Guckt euch um, guckt bei euren Anwälten, geht zu den jeweiligen Stellen, geht zur Mieterberatung, guckt euch an, was da los ist, senkt eure Miete, wenn es möglich ist. So, also vielleicht nochmal dran erinnert, das Problem ist natürlich nicht geregelt, noch nicht für jetzt und noch nicht für später. Also erstmal haben wir, wie gesagt, die Schlupflöcher, die Grundstückspreise steigen. Dann kann man halt eben auch schön möbliert untervermieten. Außerdem kann man ja auch noch einen Eigentumswandel umwandeln. Das wollen wir alles nicht, das wollen wir alles verhindern. Am liebsten würden wir, glaube ich, auch alle dieses Eigentumsgesetz hinter uns lassen, damit wir endlich auch ein menschenwürdiges Wohnen hier in der Stadt, in Deutschland, auch in den anderen Städten, die mit uns zusammengekämpft haben, alle erleben können. Ja, und das heißt natürlich auch für die Zukunft, weil das Problem ist ja, dass dieser Mietendeckel jetzt nur für 5 Jahre erstmal gilt. Das heißt natürlich, dass danach die Probleme alle wieder mit verschärfter Kraft auf uns zukommen. Und um dann irgendwie, wenn die 5 Jahre vorbei sind, den Parteien hier mit dem ganzen unserem Senat ordentlich auf die Füße zu treten und zu sehen, dass wir unsere Bedürfnisse hier in der Stadt durchgesetzt werden kriegen. Keine Zwangsräumung mehr, keine Wohnungslosigkeit, keine Obdachlosigkeit. Das ist das, was wir uns wünschen. Eine Stadt für alle, in der alle gut leben können. Ja, lasst uns dafür kämpfen in den nächsten Jahren. Viel Spaß und hoffentlich wird es so erfolgreich wie jetzt.